hier. Und hier. Oh. Egal. Herzlich willkommen hier auf McMunsters Coffee Club. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und Leute, ich habe heute Whisky für euch. Ja, Whisky. Nein, ihr habt euch nicht verlaufen. Überhaupt nicht. Ich habe vor geraumer Zeit, das muss ich zugeben, das ist nicht gestern passiert, von, ihr seht ihn hier schon, Majados aus Reinicke in der Schweiz, den Whisky Coffee. Ah, geil, geil, dazu muss ich sagen. Warum ich überhaupt darauf abfahre, das möchte ich einfach mal vorab sagen. Vorher, bevor ich hier mit Kaffee und so angefangen habe, habe ich wirklich sehr gerne Whisky getrunken. Da ich jetzt aber gar keinen Alkohol mehr trinke, hat einfach ernährungstechnische Gründe, will mich einfach davon nicht mehr so kaputt machen lassen. Also nicht, dass ich jetzt hier der Megatrinker bin. Also man kommt aus dieser Sache nicht mehr so raus, ne? Das ist mir schon beim Coffee-Blogger Breakfast passiert. Irgendwie kommt man dann nicht mehr raus. Nein, ich war kein Alkoholiker. So, aber ich habe gerne Whisky getrunken. Wie dem auch sei. Fakt ist, als ich den gesehen habe, hier bei Majados, dachte ich so, krass, wie ist das denn? Wie ist das? Und habe mir sofort eine Packung bestellt. Und dazu muss ich sagen, es ist wirklich geil. Also, ne, abgesehen davon, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, so aromatisierten Kaffee zu trinken, das muss man ganz klar sagen. Aber die Idee, die Bohnen in ein feuchtes Whiskyfass zu lagern, ist mega geil. Mega geil. Und dann zu rösten und dann, bam, Whisky, veredelte Bohnen. Sehr geil. Sehr geil. Natürlich könnte man jetzt sagen, naja, aber dann kannst du ja auch so Geschmackskaffee trinken. Kennt ihr noch? So von diesen üblichen Firmen, dieses mit Cappuccino, Vanille und Haselnuss und so. Und eigentlich dachte man, hä, das Zeug schmeckt nur nach Zucker. So ist es nicht. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Die Bohnen, ja, die Bohnen kommen aus Brasilien. Brasilianische Arabica-Bohnen. Gute Qualität, gute Röstung, muss ich einfach sagen. Und dann eben veredelt durch dieses Whisky-Aroma. Super, super lecker. Ich muss dazu aber sagen, es schmeckt nicht jedem. Ich habe hier verschiedene Menschen gehabt, die haben dann gesagt, was ist das denn? Das ist richtig eklig, kann ich nicht trinken. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ja, gibt es auch Leute, die sagen, wie krass ist das denn? Ist ja wie Instant Coffee. Nein, es ist nicht wie Instant Coffee, aber das Gefühl war bei den Menschen so. Genug dazu, es ist süß intensiv, kann ich euch sagen, rein vom Taste her. Es ist wirklich, wirklich intens, wenn ihr natürlich den Kaffee mit einer mittleren Mahlung als Chemex aufbereitet, kann ich euch sagen, ihr habt ziemlich, ziemlich viel Süße drin, ja, richtig viel Süße. Wenn ihr ihn aber als Espresso aufkocht, bam, habt ihr die Intensität eines Whiskys. Natürlich nicht genauso wie so ein torfiger, aber ihr merkt schon den Whisky-Geschmack, definitiv, kann ich euch versprechen. Was ist, wie, was, Majados, verstehe ich nicht, doch, mal ein bisschen Background-Story dazu. Und die finde ich schon wieder ziemlich cool, denn genau deshalb finde ich dieses ganze Coffee-Crafting einfach hyper interessant. Da sind Leute, die haben einfach Bock auf dieses ganze Thema, so wie ich, haben richtig Bock auf Coffee, auf alles drumherum. Das ist auch der Grund, wie diese beiden Menschen, Rackel und Uriel, auf Kaffee gestoßen sind. Nämlich, wie sie auf ihrer Internetseite auch kurz erzählen, mit einer Reise nach Äthiopien sind sie in Kaffeekontakt, in diesen intensiven Kaffeekontakt gekommen und haben daraus eine Kaffeeleidenschaft entwickelt. Und das ist so mega gut. Klar ist bei jedem anders. Der eine geht in einen geilen Coffeeshop und kommt das erste Mal mit Specialty Coffee im Büro und der andere geht vielleicht zu einem Kumpel und der hat eine super Kaffeemaschine etc. Aber das ist doch mega cool und dann kommen sie zurück, haben einfach die Idee, einen Coffeeshop aufzumachen. Und warum Majados? Und zwar, Maillard ist ein Chemiker gewesen, Louis Camille Maillard, der quasi die Reaktion von Lebensmitteln mit Hitze erforscht hat. Was daraus passiert, wie dann Aromen entstehen, etc. pp. Also genau das, was beim Kaffeerösten passiert. Und dieses DOS am Ende ist, hey, mega easy peasy, aber einfach eine geile Geschichte dahinter. Sie sind eben zu zweit. Die Rösterei ist in der Poststraße 2 und quasi in ihrem Logo habt ihr eine kleine 2 zu stehen mit MD, also für diese Reaktion stehend, um einfach nochmal auf diese,
dieses Periodensystem hinzuweisen. Es ist einfach eine mega Idee, hat eine runde Geschichte, finde ich unglaublich cool. Und deswegen muss ich sagen, schaut doch einfach mal bei Maiados vorbei, geht auf die Internetseite, sie haben immer richtig coole Mixes, die sie da machen und richtig coole Röstungen. Ich muss mir auch bald mal wieder was bestellen. Definitiv eine geile Sache. Falls ihr nochmal dieses seht mit dem Whisky Coffee, geht da ran. Probiert das wirklich aus. Und Maiados, bitte macht das nochmal. Das war mega gut. Bitte. Kommen wir aber nochmal zurück zum Best Taste. Mein Gott, was ist denn hier los? Best Taste, Leute. Überraschung. Sie steht ja hier auch. Mokka Express. Ja. Espresso-Variante. Was ist da los mit mir? Einmal hier nicht mehr Filter on top. Nein, Espresso und zwar 300 Milliliter Wasser. Das ist ja hier die etwas größere Kanne. Auf 18 Gramm fein gemahlenen Maiados. Jetzt haltet euch fest, es wird verrückt. Es wird verrückt, denn das gab es auch noch nicht. Haut da mal bitte Oatly Barista Milk dazu. Das ist ein Kaffeegenuss schlechthin. Ich hatte letztens, war auch wieder abends, habe ich mir das nochmal gemacht, dachte so, ach, probiere ich nochmal. War eigentlich ganz lecker bestimmt. So. Und dann mit Oatly Barista Style. Hammer, ich habe 4 Gläser davon getrunken. 4 Gläser weggehauen, weil es einfach so richtig lecker war. Probiert es also aus, wenn ihr den irgendwann nochmal bekommt. Oder einen ähnlichen, bitte probiert es aus. Ich kann euch nur sagen, mega lecker. So, und ich habe hier auch noch... Zum Glück Bühnchen drin. Ich gehe damit sehr vorsichtig um, halt nur zu Testzwecken bisher. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Leute, und ihr wollt Teil des Mac Matzes Kaffee Club sein, dann geht auf den Abo-Button, haut darauf, haut mir in die Kommentare, welche geile Mischung ihr vielleicht schon mal von Maiados getrunken habt. Und dann können wir gerne über Kaffee diskutieren, auch über Instagram natürlich gerne. Da kommt täglich was. Haut also da voll rein. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Leute des Kaffees, mega lecker. So, und ich brauche jetzt einen. Bis dann, auf Wiedersehen.